Dünnen. Dünnen. Da wir alle vier Elemente besitzen, bin ich zuversichtlich, dass unsere Mission erfolgreich verläuft. Jetzt wow. reisen wir nach Memphis. Es müsste hinter dem Hügel da vorne sein. Die ganze Zeit war es hinter dem Hügel. Wir hätten da nur hingehen müssen. Dort finden wir bestimmt ein paar Antworten. Glaube nicht, dass du leicht hineinkommst. Memphis ist wahrscheinlich schwer bewacht. Glaube nicht, dass... One night in Memphis. De. Falsches Land, glaube ich. Hallo? Ich bin der Sirio Samuel. Willkommen bei Netriska. Und, wer hat schon wieder die Schrauben in die Scheinwerfer gedreht? Leute! Hier comes trouble! Ne, was stand da übersetzt? Hab ich nicht hingeguckt. Hier kommen Schwierigkeiten! Stimmt. Oh, Netriska, siehst du diese Schwierigkeiten? Ich baller die Schwierigkeiten einfach weg und dann sammle ich hier noch so ein Sirius-Pack ein, von dem niemand weiß, was das eigentlich ist. Oh, drei nö! Auf einmal. Oh, nö! Ach, nö! Oh, nö! Ich kann nicht hier weg! Ach, nö! Dreimal drüber geschossen. Wie schön diese Bullen in der Sonne glitzern! Netriska! Ja? Mir kommt eine Idee für ein Bild. Zieh dich aus, ich möchte dich malen. Netriska, bist du schon nackt? Was ist denn nun passiert? Ich glaube, da liegt noch ein Roboter. Ja, aber weißt du, wenn ich Spargel esse, brauche ich keine Birnen mehr. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es macht keinen Sinn. So, ist der jetzt mal tot oder ist hier irgendwie... Das ist die Schottenmusik. Was soll das? Schottische, soll ägyptisch sein. Schottische Gegner hier oder wie? So, jetzt will ich die Minigun. Wo ist sie? Ich glaube, die ist hier. Nee, das ist Tommy. Ja, das ist Tommy. Tommy, ich muss auf dich zurückgreifen, weil diese Schlampen-Netriska zu blöd ist. Wetten, die sind auch hinter mir. Ah, Wette gewonnen. Ich krieg jetzt was, Netriska. Wettscheren sind Ehrenscheren. Das hätte man vorher abmachen müssen. Das ist mir egal, meine Regeln, mein Spiel. Ich bin hier der Einzige, der ihre Regel kriegt. Du bist ein Der! Und kannst deine Regel kriegen, Schwuchtel! Ich bin hier die Einzige, die... Der hast du gesagt! Der, hab ich gesagt. Der war aber gut, Netriska. Ihr Humor-Level ist heute auf vorzüglichem Level. Guck mal, da hackt jemand Minen. Da sind Minenarbeiter. Da hackt jemand Minen. Hier sind Minenarbeiter, Netriska. Ja, hilf den mal. Das vielleicht ein paar Sklaven. Peons. Arbeit, Arbeit! Oh, Netriska, das sammle ich ein. Da passiert bestimmt nichts. Nö, glaube ich auch nicht. Aber das ist schön. Wirklich. Mir wird ganz wohlig warm um Herz. Guck mal, wie das schön hier aussieht. Netriska, bestaune die Schönheit. Wow. Danke, Netriska. Gut gemacht. So, hier nochmal. Oh. Schattenmusik geht weiter. Hoppala. Was war denn das eben gewesen? Naja. Ich baller in den Sand. Ich lieg am Strand mit einer wohlgeformten Uschi in der Hand. Ich hab ne Minigun auf dem Bauch, weil ich sie brauch. Die Sonne scheint mir auf den Lauch. So geht's doch auch. Uvi, 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 Uvi. Ich riss gar nicht, ich hatte eine Stotterung. Das passiert den Besten. Also mir, weil ich der Beste bin. Passiert da eigentlich auch noch was anderes irgendwie? Also ich sammle hier Sachen ein und dann kommen Gegner oder was? Du, Samuel. Ja. Sie sind doch... Was ist hier los? Ich erzähle das später. Ich kann euch auch gar nicht konzentrieren. Ich bin nämlich ein Mann. Ich kann keine... Wie heißt das nochmal? Doppelsachen machen. Wie ist nochmal der Fachausdruck für Doppelsachen machen? Multicasten. Casten. Das kann ich nicht, weil ich bin ein Mann. Ich habe Eier. Das sagt man immer so, wenn man ein Mann ist. Frauen können auch Eier. Nein. Außer wir haben Hühner im Stall! Oh ne, Triska ist hier. Hast du gefurzt? Mit der Backe. Also mit dem Mund.
Ah, ultra witzig, dieses Humorlevel ist wieder abgesenkt worden. Ja, das war kein Witz. Warum haben sie dann gerade gelacht? Weil ich bin. Rein durchgefallen, aufgefallen. Reingefallen. Töte die Palme. Haben sie das gehört, Nitriska? Ich sag doch Bohrmaschine, drück mal ganz auf die Maustaste. Mach bitte die Palme kaputt. Die Palme? Ich muss erst die Sachen einsammeln. Ist denn sicher überhaupt weit und breit keine Palme? Links neben dem Tor die Palme, die einzelne Palme da. Links. Nee, Triska, ich mache erstmal andere Sachen. Haben Sie mir zugehört? Links. So, auf welcher Taste ist der Flammenwerfer? Ja, wegen ihm mache ich jetzt alles mit der Minigun, weil sie mir nicht den Raketenwerfer geben. Das ist nicht der Raketenwerfer! Mann, ey, sie haben ja gar keine Ahnung. Ich mag meinen Job nicht mehr. Ja, merke ich. Kündigung oder Feuerung? Wir sind fürs Leben aneinander eingebaut. Hilfe, ich brauche die Minigun! Was? Das ist nicht die Minigun! Das ist die Minigun! Aber haben Sie den gar nicht in der Jobbeschreibung gelesen? Ich wurde einfach in den eingepflanzt und seitdem lebe ich erst. Ich habe doch keine Ahnung, was... Ich kann mir das nicht aussuchen. Moment mal, Nitriska. Ja. Sie ist noch Jungfrau. Ja, ich bin eine... Nitriska, das wusste ich ja nicht. Da kann man doch was machen. Über 100 Millionen Menschen sind Jungfrauen. Die Palme! Können weder ficken noch bumsen. Nitriska, stell dir mal so einen Werbeclip vor. Nein, ich würde mir einen abroffeln. Nein. So, nur für Sie gehe ich jetzt zu dieser Scheißkacke. Ich verstehe auch diese Anordnung hier nicht. Nee, ich auch nicht. Achso, da muss ich ja mit dem Raketenwerfer drauf ballern, ne? Weiß ich nicht. Pum. Danke, Nitriska! Geheime Gegenstände erstellt. Ja, und Gegner, ne? Und Gegner. Finde ich nicht gut, Nitriska. Hätten Sie mir sagen können vorher. Was machen Sie? Sie lesen ein Buch. Ich muss mich weiter informieren, wie man mit solchen Menschen die Welt retten soll. Solche Menschen, das sind Skelette. Ach so, ja, das meinte ich. Ich meinte nicht sie, sondern die Skelette. So, wir haben jetzt endlich Eingang erhalten. In dieses schöne Monument. Ich bin wirklich. Ich bin so. Nitriska, was ist das? Die habe ich ganz vergessen, die Waffe, Nitriska. La, sagen wir sie mal was. Das ist die XL2 Laserpistole. Eine Laserpistole! Nützlich, um große Gebiete abzudecken und eine Vielzahl Gegner auf Distanz zu halten. Oh, Nitriska, dafür. Wirklich, das ist einfach schön. Da haben sie aber nur 50 Schuss. Passen die auf. Gucken Sie mal, was ich jetzt machen kann. Oh! Laser, ich laser euch kaputt. Oh, hallo, na, ich laser ein bisschen. Ja, ist fast so gut für die Tommy Gun, ne? Platz 3 würde ich sagen, oder? Ja, Platz 3. Platz 1 ist ja das Messer. Ja. Haben Sie nicht erwartet, dass ich das sage? Das war voll lustig. Das ist nämlich der Witz. Man erwartet was anderes, als dann gesagt wird. So entsteht ein Witz. Witz ist eigentlich Überraschung. Überraschung, Nitriska. Sagen Sie einmal Überraschung. Richtig, Nitriska. Morgen schreiben wir einen Vokabeltest. Ja. Überraschung. Was heißt Überraschung auf Englisch? Nitriska? Das ist über keine Fremdsprache. Surprise. Was heißt Überraschung auf Nitriska, was war gerade los? Ach du Scheiß! Lass sie stehen. Gegner. Nitriska, warum finden Sie das Wort Gegner doof? Ich weiß nicht, irgendwie ist das so langweilig. Das klingt für mich nach Kindersprache. Dann würde ich sagen, doof Männer. Das ist viel besser. Ja, ich meine, das wäre Kindersprache. Nee, ich finde doof Männer besser als Gegner. Nitriska, ich werde abgeballert. Das ist doch, das spricht man immer als A. Sie vielleicht, weil Sie ja keine Fremdsprache sprechen. Das tut keinen Sinn. Ja. Danke, Nitriska. Och, danke, Nitriska. Wollen Sie mir helfen oder was? Soll das eine Hilfe sein? Wer hat sie mir denn eingepflanzt? Wurden sie gar nicht vorher getestet eigentlich? Haben sie irgendwie. Gibt's Bugfixes bei ihnen? Nee, Updates können wir ja nicht machen. Wir sind ja in Ägypten. Ich
bin wahrscheinlich auf Version 2.8. Ja, aber wenn wir nicht es gibt mittlerweile 6.7. Warum gibt es denn überhaupt überhaupt sowas wie sie, wenn wir in Ägypten sind? Das macht alles keinen Sinn, Triska. Ich komme doch aus der Zukunft. Ja. Und in der Vergangenheit kriege ich doch keine neuen Updates. Das würde doch gar keinen Sinn machen. In der Vergangenheit existieren sie gar nicht. Ich bin verwirrt. Diese ganze Zeit... Wir beide expandieren. Wir beide expandieren. Diese grünen Dinger verhauen mich! Dann schieß sie ab. Wo kommt das denn alles her? Mann, die sind ja unendlich. Ja, weil immer wenn man eine neue Waffe kriegt, dann kriegen wir ganz schön auf den Die Putz. Gegner kommen unendlich, die hauen ganz schön auf den Pits. Auf den Pits. Wo? 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 Da ist nichts mehr. Muss ich noch lauter schreien? Wo kommen denn da die Grünen her? Triska, sie sind überhaupt keine Hilfe. Gucken sie gerade um die Ecke? Ja, ich sehe doch nichts. Ich dachte, sie gucken um die Ecke von diesem ägyptischen Ding. Hier ist doch immer noch... Sagen Sie das bitte mal. Yeehaw! Was sollte das? Warum habe ich das gesagt? Weil wir gewonnen haben. Oh, war das anstrengend. Schniedelidelidi. Guck mal, wie der steht, der Honk. Weggeballert seine Rübe. Oh nee. Oh nee. Alles voller Blut. Oh nee. Die Musik war ganz komisch. Soll ich hier hoch? Oh nee, geht nicht. Und oh, nee, geht ja nicht. Oh nee, Triska, riechen Sie das? Poh! Ahaua! Meine Achseln stinken wie bei Tante Rita unterm Bett. Zieh dich aus, ich möchte dich malen. Triska, bist du schon nackt? Tommy, ich muss auf dich zurückgreifen, weil diese schlampende Triska zu blöd ist. Du bist ein Bär und kannst deine Regel kriegen, Schwuchtel. Ich lieg am Strand mit einer wohlgeformten Uschi in der Hand. Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Ich bin nämlich ein Mann. Ich kann keine, wer ist das nochmal, Doppelsachen machen. Ne? Das kann ich nicht, weil ich bin ein Mann. Ich hab Eier. Aber Frauen können auch Eier haben. Nein. Also wir haben Hühner am Stall. Moment, meine Triska. Ja, sind sie noch Jungfrau? Ja, ich bin ein... Triska, das wusste ich ja nicht. Da kann man doch was machen. Über 100 Millionen Menschen sind Jungfrauen. Die Palme können weder ficken noch bumsen. Triska, stell dir mal so einen Werbeclip vor. Ich würde mir einen abroffeln.